EA Productions. E. Productions liest türkische Volksmärchen aus Stambul, gesammelt von Ignaz Kunos. Heute Geduldsstein, Geduldmesser. Eine arme Frau hatte einmal eine Tochter. Die Frau ging Wäsche waschen. Die Tochter aber hatte zu Hause am Sticktischchen ihre Beschäftigung. Eines Tages saß sie beim Fenster und arbeitete, als ein kleiner Vogel auf das Sticktischchen hinflog und zur Maid sprach: O Maid, o arme Maid, bei einem Toten ist dein Kismet. Hierauf flog es von dannen. Das Mädchen hatte mehr keine Ruhe und abends erzählte sie ihrer Mutter, was ihr der Vogel gesagt habe. Schließe Tür und Fenster gut zu, wenn du dich zur Arbeit setzt, sagte ihr die Mutter. Am nächsten Morgen sperrte die Maid Tür und Fenster ab und setzte sich so an die Arbeit. Aber plötzlich bruh, saß der Vogel auf dem Sticktische. O Maid, o arme Maid, bei einem Toten ist dein Kismet! worauf er wieder von dannen flog. Nun erschrak die Maid noch mehr und klagte abermals ihr Leid der Mutter. Morgen, unterwies sie die Mutter, schließe Tür und Fenster, kriech in den Schrank, zünde dir eine Kerze an und arbeite dort drinnen. Kaum, daß ihre Mutter sich am nächsten Morgen entfernte, so sperrte die Maid alles ab, zündete eine Kerze an und verkroch sich in den Schrank. Aber kaum machte sie einige Stiche, so stand der Vogel vor ihr und »O Maid, o arme Maid, bei einem Toten ist ein Kismet«, und »brrrr«, flog er davon. Die Maid wußte nun gar nicht mehr, was sie in ihrer Unruhe anfangen solle. Sie warf die Arbeit beiseite und quälte sich mit dem Gedanken, was diese Worte wohl zu bedeuten haben. Ebenso ihre Mutter, als sie abends die Sache erfuhr. Am nächsten Morgen blieb sie zu Hause, damit auch sie den Vogel sehe. Aber wer da nicht mehr kam, das war eben der Vogel. Ihre Ruhe war dahin. Sie rührten sich nicht mehr aus der Stube und warteten fortwährend, ob der Vogel vielleicht doch herbeikäme. Eines Tages kamen zu ihnen die Nachbarmädchen auf Besuch und baten die Frau, sie möge ihre Tochter mit ihnen lassen, sie wollen ins Freie gehen, um sich zu unterhalten, damit die Maid ihren Kummer vergesse. Die Frau traute sich nicht, sie fortzulassen, aber sie versprachen ihr, dass sie sie nicht aus den Augen verlieren wollten, und schließlich gab ihnen die Frau die Erlaubnis. Die Mädchen gingen hinaus auf das Feld, tanzten und scherzten, bis die Sonne unterging. Auf dem Rückwege blieben sie bei einer Quelle stehen und tranken Wasser. Die Tochter der Abendfrau trat auch zu der Quelle, und als sie trank, erhob sich eine Mauer zwischen ihr und den Mädchen. Das war aber eine Mauer, wie solche ein Auge noch nie gesehen. Kein Ton konnte über sie hinüberdringen, so hoch war sie. Kein Mensch konnte auf ihre andere Seite gelangen, so breit war sie. Oh, wie erschraken darob die Mädchen. Welch ein Klagen, Weinen, Durcheinanderlaufen, welche Verzweiflung entstand. Was nun mit der armen Maid geschehen werde, was mit der armen Mutter. Hab ich es dir nicht gesagt, rief die eine, dass wir sie nicht mit uns rufen sollen. Was sollen wir jetzt ihrer Mutter sagen, klagte die andere. Wie sollen wir ihr vor die Augen treten, diese ist schuld daran, jene ist schuld daran, du hast gerufen. Also stritten sie sich und blickten die große Mauer an. Die Mutter erwartete indessen ihre Tochter. Sie stand im Tore und harrte der Kommenden. Da kamen die Mädchen laut weinend heran und getrauten sich der Frau kaum zu sagen, was mit ihrer Tochter geschehen sei. Die Frau lief zur großen Mauer hin, und diesseits die Mutter, jenseits die Tochter, so weinten und klagten sie. Vom Weinen erschöpft schlief die Maid ein, und als sie am Morgen erwachte, so erblickte sie eine große Türe in der Mauer. Sie öffnete die Türe, und ein so schönes Serei stand jenseits der Türe, wie sie ein solches nicht einmal im Traume je gesehen hatte. Sie trat in die Vorhalle ein und erblickte an der Wand etwa vierzig Schlüssel. Sie nahm dieselben herab und schloss die Zimmer der Reihe nach auf und sah in dem einen Silber, im anderen Gold, im dritten Diamanten, im vierten Smaragde, kurz in einem jeden eine andere Art von Edelgestein, so daß ihre Augen von Glänze beinahe geblendet wurden. Sie trat nun ins vierzigste Zimmer ein. Dort lag ein schöner Beige aufgebahrt, neben ihm ein Perlenfächer, auf seiner Brust ein beschriebenes Papier. Wer mich vierzig Tage lang fächelt und neben mir betet, der findet sein Kiss mit. Dies stand auf dem Papier geschrieben. Der Maid fiel der kleine Vogel ein und merkte, dass ihr Schicksal in der Tat bei einem Toten sei. Sie wusch sich also zum Gebet, und mit dem Fächer in der Hand setzte sie sich neben dem Beige nieder. Tag und Nacht fächelte sie ihn und betete, bis der vierzigste Tag erschien. Am Morgen des letzten Tages blickte sie ein wenig zum Fenster hinaus und bemerkte ein arabisches Mädchen vor dem Palast. Sie rief sie auf einen Augenblick herauf, damit sie neben dem Beige bete, während sie selbst sich waschen und in Ordnung bringen wollte. Sie rief also die schwarze Maid herbei und stellte sie neben dem Beige, damit dieselbe statt ihr bete und ihr fächle. Die Maid ging hierauf hinab, wusch sich, kleidete sich an, damit sie den erwachenden Beige, den Kismet ihres Lebens, empfangen könne. Inzwischen las die Araberin das Papier, und während die Maid unten weilte, erwachte der Jüngling. Er blickte um sich und kaum bemerkte er die Schwarze, so umarmte er sie und nannte sie seine Gattin. Die arme Maid traute kaum ihren Augen, was sie in die Stube trat. Aber erst, als die arabische Magd sie als so anfuhr, – »Ich, die Sultanstochter schäme mich nicht, so angekleidet zu gehen, und diese Dienstmagd da war geputzt vor mir zu erscheinen. Sie jagte sie aus der Stube hinaus und schickte sie in die Küche, damit sie nach ihrer Arbeit sehe, koche und brate. Dem Beige fiel die Sache auf, aber er konnte nichts sagen. Die Araberin war seine Gattin, die andere, die kochte in der Küche. Das Beiramfest nahte, und wie es zu dieser Zeit üblich ist, so wollte der Beige seine Hausleute beschenken. Er ging also zu der Araberin und fragte sie, was er ihr zum Beiramfeste bringen solle. Die Araberin wünschte sich ein Gewand, das weder Nadel gestochen noch Schere geschnitten haben. Dann ging er in die Küche hinab und fragte die Maid, was sie haben wolle. Geduldstein gelb gefärbt, Geduldmesser braun gestielt, diese beiden bringe mir, sagte die Maid. Der Beige zog von dannen, kaufte der Araberin das Gewand, aber den Geduldstein und das Geduldmesser konnte er nirgends finden. Was sollte er machen? Er kehrte nicht zurück, sondern bestieg ein Schiff. Als das Schiff den halben Weg zurückgelegt hatte, blieb es plötzlich stehen und bewegte sich weder vorwärts noch rückwärts. Der Schiffsführer erschrak und teilte den Reisenden mit, daß sich auf dem Schiffe ein Mensch befinden müsse, der sein Wort nicht hält, deshalb könnten sie nicht weiterfahren. Da trat der Beige hervor und sagte, daß er es sei, der sein Wort nicht gehalten habe. Man setzte den Beige ans Meergestade aus, damit er vorher sein Versprechen einlöse und dann erst aufs Schiff zurückkehre. Der Beige ging nun von Gestade zu Gestade, ging so lange herum, bis er endlich bei einer großen Quelle stehen blieb. Kaum daß er sich an den Stein derselben anlehnte, so stand schon der großliebige Araber vor ihm und fragte ihn nach seinem Wunsche. »Geduldstein, gelb gefärbt, Geduldmesser, braun gestielt, und diese beiden bringe mir«, sagte der Beige zum Araber. Im nächsten Augenblicke befand sich schon in seiner Hand der Geduldstein und auch das Geduldmesser. Er ging zum Schiff zurück, bestieg es und kehrte zum Beiramfeste heim. Er gab seiner Gattin das Gewand, den Stein und das Messer aber trug er hinab in die Küche. Der Beige war nun neugierig, was die Maid mit diesen Sachen anfangen werde. Er schlich sich daher abends in die Küche und harte der kommenden Dinge. Als der Abend hereinbrach, nahm die Maid das Messer in die Hand, legte den Stein vor sich hin und begann, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Sie erzählte, was dreimal ein Vöglein ihr gesagt habe und in welcher großen Angst sie und ihre Mutter gewesen seien. Und wie sie nun auf den Stein hinblickte, so begann dieser anzuschwellen, seine gelbe Farbe brodelte und fauchte, als ob Leben in ihm wäre. Die Maid erzählte nun weiter, daß sie sich in den Palast des Beige verirrt, vierzig Tage neben ihm gebetet habe und schließlich das Beten der Araberin überlassen, um sich zu waschen und zu reinigen. Der Stein schwoll noch mehr an, brodelte und schäumte, als ob er platzen wollte. Die Maid erzählte nun weiter, daß die Araberin sie betrogen und der Beige die Araberin und nicht sie zur Gattin genommen habe. Als ob der Stein ein Herz gehabt hätte, so brodelte, so schwoll er an, und als die Maid ihre Erzählung beendigt hatte, zerplatzte er. Die Maid ergriff nun das Messer und rief: O du gelber Geduldstein, du bist ein Stein und konntest es doch nicht ertragen. Und ich, eine schwache Maid, soll es ertragen. Sie wollte nun das Messer sich in den Leib stechen, aber der B sprang herbei und ergriff ihre Hand. Du bist mein rechtes Kismet, sprach der Jüngling und führte sie hinauf zum Platze der Araberin. Er ließ die falsche Schwarze töten, die Mutter der Maid herbeiholen, und so lebten sie denn in Glückseligkeit. Ein Vöglein fliegt bisweilen an das Fenster des Sirai und singt fröhlich: O Maid, o glückliche Maid, du hast dein Kismet gefunden. E.